Hallo und willkommen bei dieser nicht so live gestreamten, nicht so gelaveten Direkt. Moin Moin, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer Nintendo Direct Live Reaction zusammen mit dem Fragezeichen Man. Hallo, es wurde noch kein einziges Mal gespoilert. Und das, Ich obwohl. schon! Easy! Und hier sind meine Erwartungen. Vorher Also. möchte ich noch kurz, auch wenn es jetzt vielleicht komisch klingt, da möchte ich kurz eine kleine Story zu erzählen, auch dazu, wie ich jetzt gespoilert wurde. Nämlich bereits bei der letzten normalen Direct wollte ich ursprünglich eine Live-Reaction machen. Es ist aber keine gekommen, wie vielen aufgefallen ist. Eigentlich ist es niemandem aufgefallen, klingt aber professioneller. Und zwar lag es daran, dass ich konnte die halt wieder nicht gucken, war 23 Uhr abends, bin am nächsten Tag in die Schule gegangen und bevor ich überhaupt sagen konnte, dass mich keiner bitte spoilern soll, ist der Cool Surfer, der in ein, zwei Videos von mir schon dabei war, gekommen. Ey, hast du eigentlich schon gehört, dass Animal Crossing angekündigt wurde? So richtig keck. Und jetzt, das Geile ist, Warte kurz, indirekt. um die Zuschauer nicht zu verschrecken. Animal Crossing wurde beim letzten Mal angekündigt. Ja, er hat gesagt, Gut. beim vorletzten Mal, das letzte Mal war eine Smash Direct. Das war sicher nicht Ola 500, aber ist nächstes Mal. So, und So. jetzt ist halt die Sache, dieses Mal ist indirekt schon wieder Cool Surfer daran schuld, dass ich gespoilert wurde, auch wenn er diesmal nicht wirklich was dafür kann. Ich habe nämlich auf Instagram, wollte ich ihm jetzt endlich mal folgen, aber er hat sein Konto auf Privat, deswegen habe ich die ganze Zeit gewartet, bis er mich annimmt, seit irgendwie gestern Mittag oder so. Und jetzt war ich heute beim Praktikum und er hat mich endlich mal angenommen und ich habe eine Sekunde nicht nachgedacht. Bin auf Insta gegangen, auf der Startseite erstmal ganz fett oben eine Ankündigung von der Nintendo Direct. Das war nice. So, und jetzt kommen hier meine Vermutungen, was kommen wird. Ich Ich habe keine vermute Ahnung, nicht was so kommt. viel, Kann es aber. kurz? Ja, okay, kannst. Sorry. Also, wenn du, Günther, selbst wenn du jetzt weißt und ich wahrscheinlich, oder Rest ich sogar hätte, obwohl ich das gar nicht Ich sag wusste, dann nichts dazu. sag aber nichts dazu, okay? Ja. So, also, was ich glaube, wird angekündigt, ist Super Mario Maker. Für die Switch. Dann, was haben wir noch sonst? Animal Crossing wird sicher was gezeigt oder auch nicht. Fire Emblem wird sicher was gezeigt. Das stand am vorigen Tag schon. Und zu guter Letzt, was ich mir wünsche, was sie zeigen. Also, der größte Wunsch von mir wäre ein Mystery Dungeon. Ja, das wäre auch Oder? mein Wunsch. Das fände ich so geil. Oder, das ist ja jetzt nicht dein Wunsch, aber meiner, irgendwas zu Inazuma Eleven. Irgendwas. Wie dem auch sei, ohne langes Vorgelabere, was jetzt schon 3 Minuten ging, wollen wir loslegen? Ja, wir spielen das Video einfach synchron hier nebenbei ab für die Zuschauer. Also würde ich sagen, wir legen los in 3, Ei, 2, zwei, 1, eins. los! Hallo? PG-18. Mein Video hat nicht begonnen. Warte, bei mir Hast du. beginnt mein Video, mein YouTube stürzt gerade ab! Lol. Und, YouTube.com reagiert nicht. Geil! ich habe gerade den ersten Screenshot. Ja, ich glaube, ich habe das, glaube ich, vorhin schon bemerkt. Das ist das Spiel, von dem ich schon was wusste. Und ich habe gerade gesagt, wahrscheinlich bringen sie ein Super Mario Maker 2. Ja, das ist das, was ich schon wusste. Ich muss noch mal kurz hier YouTube neu starten. Genau, und deswegen habe ich mir überlegt, okay, die nächste schaue ich Sven mit ihm Blind Reaction an. Auch wenn 6 Leute, mehr als normalerweise andere Leute, alle die direkt gestreamt haben. Ich schaue mir trotzdem Sven mit Günther an. Mein YouTube lädt gerade wieder, aber wir hatten eben auch ein tolles Gespräch, als wir den Zeitpunkt fürs Reagieren auf diese Direct
verabredet haben, aber ich würde sagen, wenn, dann erzählen wir das später noch, weil mein Video scheint gerade laufen zu wollen. Okay, sag mir, wenn du bist bei 14 Sekunden. Nee, es lädt. Regie 18. Jetzt muss ich kurz umstellen. Es hat gerade Lags und ist auf 480, ist das, glaube ich, P. Ich glaube, mein YouTube will gerade schon wieder abstürzen. Das heißt, wenn es 480 P ist, ist das wurscht. Es sind 144. Ist Und das wurscht? ich weiß, dass das auf 720 geht. Auf dem gucke ich immer, das geht auch. Das war nur standardmäßig so eingestellt. Jetzt lädt's. Gleich müsste ich loslegen können. Das ist professionell. Deswegen guckt niemand meine Videos. Jetzt kann ich von. Ich sag dir gleich, bin ich bei 14. Jetzt. Jetzt? Ja. Jetzt kann ich noch weiterklicken. Ja, ich habe sogar schon hier was gesehen. Gut, jetzt bin ich auf Weiterklicken gegangen, okay? Nur Oh, Bescheid das weißt. sieht cool aus. Es sieht aus wie. Hey, du bist schon wieder draufgegangen! Yay, wir haben Schrägen! Also, Schrägen aus Super Smash Bros. ich habe kurz pausiert, weil ich war anscheinend einen kleinen Moment weiter als du. Yay, wir haben Ja. Schrägen! Jeder will Wie findest schrägen. du das? Wichtig. Und Ich da bin jetzt. ist Mario Maker 2. Bin ich der Einzige, der das nur für Blöde den. Tornado. Angry Sun? Oh Okay, nein, diese das süße wird Sahne! geil. Alter, auch steigendes Wasser. Okay, das wird geil. Nice, Hintergrund neuer. Lol, das ist Mario 3D World in Was? 2D. Lol. What the? Was, wie geil. Wie Weißt du, was meine geil ist erste Befürchtung ist? das? Du hast ja keinen Stift zum Bauen. Ob das Alter, Problem was, wird. wie geil ist das? Luigi! Im Luigi ist endlich Juni. dabei! Luigi ist endlich dabei! Das Okay, du bist ein beginnt bisschen schneller als gut. es. Das beginnt schon mal gut. Warte, ich hab mal kurz Luigi ist Pause. dabei, aber ich hoffe, es hat Multiplayer. Wenn es Multiplayer hat, dann. Sag, wenn du bei dem Typen bist, der was labert. Der labert mich gerade voll mit einem brandneuen Super Mario Maker. Oh, dann bist du jetzt ein bisschen weiter als ich. Mach mal ganz, ganz kurz Pause, eine Sekunde oder so. Okay, weil. So, hab Pause gemacht, soll ich weiter oder? Ja, direkt. So. Jetzt sind wir etwa gleich wahrscheinlich. Okay, Ist jetzt auch bin nur, dass ich. Luigi vorkommt. Das wäre cool. Als Aber ich nächstes finde schauen wir das. uns an, was Neues für die Switch gibt. Okay. Siehst du, kommt jetzt Fire Emblem? Nein! Marvel Universum. Ihr habt das schon auf der E3 angekündigt, das mit Marvel. Ich brauch's jetzt auch nicht. Außerdem ist das wie ein Skylander-Spiel. Wie ein Skylander-Spiel. Soll ich noch mehr dazu sagen? Deutsch Abzocke. Nein, nein. Ach, nicht in Es ist der kein. Form des Skylanders. Okay, jetzt ist eine Mischung aus Drittherstellerspiel und Hyrule Warriors. Ja, Hyrule Warriors fand ich jetzt nicht so gut. Ich bin mir sicher, für Marvel-Fans ist das sicher einer der besten Spiele überhaupt, aber für uns, Gehöre ich ne. nicht zu. Ich mag nur Spider-Man. Wen magst du eigentlich am liebsten vom Marvel-Charakter? Boah, schwer zu sagen, ich mag da keinen so wirklich. Und wenn ich gleich irgendwas sage, blamiere ich mich eh, weil der nicht von Marvel ist. Okay, mal sehen, was das nächste ist. Wow! Willkommen zurück im Jahr 2007!
game is tightly packed with tons of content, including brand new puzzles and new features. We fit something else in too. This time, two players can box einen zweiten Multiplayer. Hey, das war Sarkasmus. Solve puzzles and beat those stages. After completing das war jetzt ein gewisser Sarkasmus von mir. In all, there are 270 stages to beat. Wer glaubst braucht du, das? Glaubst du, es wird noch ein Smash Bros. Charakter in der direkt angekündigt? Ich fänd's cool. Ich kann's mir auch vorstellen. Ich glaube nicht. Ich glaube erst bei der nächsten Direct wieder. Okay, Ultimate. Super Smash Bros. Ultimate Update. Da wird Joker reinkommen, das ist klar. What are we adding, you ask? Yay. You'll just have to wait to find out. Oh, Junge! Joker is a part of Challenger Pack 1. Ja, das ist klar. He's secretly been preparing for battle, and his moment will find. Yay, Gameplay neuer. In other words, this year, springtime is the time to smash. And don't forget, new Super Smash Bros. Series Amiibo figures are on the way too. Dieser Knosp, yay. Yay, Shigi! Das war's schon damit! Shigi! Nein! Shigi! Nein, bitte nicht! Nein! Wieso brauchst du einen neuen? After a new update, das wird Ultra Sister sehr freuen. Oh Gott. Nein, das machen die nicht. Ja, ihr habt das nicht im Spiel eingebaut, aber jetzt ist. Nein. Nee. Als ob. Wir sind eh jetzt gleich, oder? Beim Captain Toad, oder? Ja, wir sind bei Captain Toad. Ich bin gerade bei den neuen Leveln, wo Toadette und Toad rumrennen. Ah ja, dort aus. Ich frag mich nur, warum hat das so lange gedauert, dass die... Was? Warst du gerade auch bei der Szene, wo zweimal der Boss dabei war? Ja. Warum ist da zweimal der Boss? Okay, sag mir, dass das ein Boss. Sag mir nichts, das Spiel hier. Das ist ein Castlevania-Klon. Ja, das sehe ich. Ich finde es zwar gut, dass sie einen Castlevania-Klon machen. Ich finde es aber schlecht, dass sie kein Castlevania für die Switch rausbringen. Ja, im Ernst, die haben doch sogar Kämpfer in Smash. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber Mario Maker außerdem wirkt sie wie eine Mischung aus Bayonetta und Simon. Also bisher ist natürlich Mario Maker das Highlight. Ich bin halt gespannt. Ganz am Ende der Direct hauen sie ja immer noch einen raus. Ja. Aber den Super Mario Maker 2, ihr habt mir fast alles gezeigt, aber kein Multiplayer. Ich will nur ehrlich, einen Multiplayer. Ist das zu viel verlangt? Aha. Okay. Na, Dragon Quest Builder 2. Kannst du kurz was dazu sagen? Ja, mach das, während ich mich bequemer hinsetze, was in der Facecam scheiße aussieht. Es gab Gerüchte, dass ein Dragon Quest Charakter in Smash Bros. Vorkommt. Ja, aber es, zu welchem Charakter für Smash gab's keine Gerüchte? Warte kurz. Die Sass ist die, der Charakter wurde dann nicht für Smash Bros. Angekündigt, sondern für Jump Force. Tja, fast. Lol, oder? Yay, ich krieg da ein Outfit. Für das Spiel, was ich noch niemals angefangen habe. Ja, ich bin ehrlich, ich hab's noch nie angefangen. Ich auch nicht. Ich hab's nämlich mal wirklich angeguckt.
Ist ganz okay bisher. Was war das? Was denken Sie soweit? Was ist das für ein Geräusch? RPG? Ich glaube, ich bin ein bisschen bitte, weiter. Bitte, 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 Inosuma, bitte. Oder jetzt zeigen Sie das neue Pokémon, weil... Nein, ich bin ein bisschen weiter als du. Fire Emblem. Nein. Und dann gibt's Dragon Quest. Warte, was genau machen die gerade bei dir in der Szene, damit ich weiß, wie weit du bist? Gerade zeigen sie ein neues Dragon Quest Spiel. Weil uns das alle interessiert. Hä? Das ist kein Fire Emblem, sondern ein Dragon Quest Spiel. Ach so. Nee, aber was genau passiert in der Szene von dem Trailer? Ich will ja wissen, was die Gleichheiten sind. Dass du, da tut jemand das Baby stehen, dann okay, steht jemand vor einem Pferd. Ich bin ein klein bisschen weiter. Jetzt habe ich einen Moment pausiert. When he goes to the king of the largest kingdom for guidance, he is dubbed Darkspawn. So begins the perilous journey of a hunted hero and the ragtag band of adventurers. Irgendwie muss ich bei dem Trainer lassen von dem Erzähler. Den kann ich nicht ernst nehmen. Du? Ich meine, der ist so. Oh, das sieht ja gar nicht nach Breath of. Mal ernst, deine Ansicht sah gerade so nach Breath of the Wild aus. Sag das nicht, das war vor Breath of the Wild da. Was ist das für ein Gegner? Den kann ich nicht ernst nehmen! Soll ich dir kurz was verraten? Was? Das Spiel gibt's schon im japanischen eShop. Echt jetzt? Und ich habe mir die Demo damals davon runtergeladen. Zu Anfangszeiten der Switch. Nice. Oder Start. Fährt. Anzeige geht raus, Nintendo supported Glücksspiel. Surprises like these, and this time the player has the power to choose on the fly between the land's gorgeous HD vistas and the 2D. Na klar, wollen wir das in 2D spielen? Boah, ist das schön! Mal mehr. Na klar, wollen wir das in 2D spielen? Wer spielt das freiwillig in dem 2D-Design? Ich bin mir sicher, wenn du auf die Dock stehst, okay, alles super, und wenn du es dann rausnimmst, alles 2D. Das wäre jetzt für eine Meme ein neuer Ort. Digga, ich kann diese blauen Schleimdinger nicht ernst nehmen. Ich kann nicht mal die Charaktere ernst nehmen. Okay, ich jetzt auch nicht mehr. Was? Der Typ mit den pinken Haaren war toll. What the fuck? Und dieser Ritter schaut aus wie aus Fire Emblem. Fire Emblem habe ich ehrlich gesagt auch noch nie wirklich gespielt. Ich kenne ein bisschen die Handlung von so ein, zwei Spielen, aber... Ich habe nur 2 Stunden lang Fire Emblem Warriors gespielt, dann ist der 3DS-Batterie ausgelaufen. Okay, dann nächstes Spiel. Okay, das ist so wie ein Final Fantasy Spiel. Ja, toll, bald weitere Informationen. Über das Spiel. Jetzt, okay, bitte in der Summe, Adle. Irgendwas Cooles, Mystery Dungeon. Fuck Mystery Dungeon! Best Anime Battle ever. Play with your friends and family in competitive and cooperative games that support up to 4 players. You can play online as well with players from around. Bitte, bitte, gib wenigstens ein Kingdom Hearts Zoom rein. And you can't mention Disney Tsum Tsum without talking puzzles. Klar, Übertragung der Handy App. Handy App. The game also features a 2-player mode for. Oh, also das ist auch ein Kaufgrund. Disney Tsum Tsum Festival. Tsum Tsum Festival. Vorbestellung geht raus. We're picking up a distress call in the Apple Star System. Okay. Ja. Ist dieses Spiel. But this time, it's far from friendly. In fact,
it's none other than Starwolf's infamous lieutenants, Andrew Oiken, Pygma Dengar, and the great Leon. Now Pepe, Falco, and Slippy have no choice but to hunt them down, like the animals they are. War das gerade, Rassist? Ja, Rassismus! Every member of the Star Fox team has their own special pilot ability and skill tree. Plus, each pilot can take on any of the new missions and also Fox's missions from the base game. It's time for Aim, Seek, and Destroy. But don't expect Wolf to play fair. Look forward to news on the rest LOL, of the additional content Fasni und Rezo bei Star Fox F-Zero. April Update, okay. Aber das finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ich brauch's jetzt nicht. A heartfelt fantasy adventure. Ist das nicht das Torn oder so, oder wie hieß das? Another season, another reason to wield weapons and styles. Das sieht auch wieder ein bisschen weird aus. Interact with townsfolk daily. Grow vegetables and fruits at the Alles klar! Das neue Animal Crossing ist da! Ja genau, das ist Animal Crossing für die Switch! This fantastical circle of life will keep you coming back for more in Rune Factory 4 Special, fully remastered for Nintendo Switch. Ihr wisst schon, dass ihr das schon vorher angekündigt habt im Nintendo eShop Store. Bin ich der Einzige, der von lauter solchen Spielen noch nie gehört hat? See what the heart-pounding newlywed life has in store for you, exclusively in this new version of the game. Okay, springt einfach zum nächsten. Noch springt dieses ein... Jahr, sehr toll. Mystery Dungeon! Endbesetter! We can finally confirm that Rune Factory. Yay! Look forward to more info in the future. Mehr wäre Pokémon Mystery Dungeon fünf lieber. A time will come to slay monsters and rescue lost. Kommt mir nicht so bekannt vor? Hatten wir das nicht schon? Kündigen die hier gerade in dieser Direct gefühlt 18 mal ein Spiel an, oder? Wir haben gefühlt die ganze Zeit diese Art von Spiel und dann haben wir Tsum-Tsum Party. Ich müsste dazu sagen, dieses Spiel schaut aus wie ein besseres Octotrabler. Octopath Traveler fand ich eigentlich ziemlich cool. Nein, das wirkt wie ein Octotrabler nur mit besserem Design. Naja, das ist ja offensichtlich kein rundenbasierter Kampf, sondern mehr so Hack and Slay. Ja, ja, es war schon mit Hack and Slay, also statt rundenbasiert Hack and Slay in dem Fall. Aber trotzdem sieht es genauso aus. The very foundations of reincarnation will begin to crumble. When Oninaki launches in summer 2019. Alles klar. Nächstes Spiel, Mystery Dungeon. Bitte, Inazuma. Cars, robots. Ja, okay, da darf ich auch mal was drüber über erfahren. You know what that means? Yoshi's Crafted World. Ich hab noch nie Yoshi's Story durchgespielt. Yoshi's Story habe ich ja auch nie gespielt. Allgemein habe ich zwar nur Yoshi's Woolly World wirklich gespielt, aber ich mag Yoshi allgemein. Auch den Skin, den er hier hat, der ja auch in Smash Bros. Verfügbar ist. Und das sieht echt cool aus, finde ich. Mir reißt Yoshi's Woolly World, ehrlich gesagt. Ich brauche keinen. Ich finde das kein neuen. Obelix ist wieder da. Oh. Ja, weil man das früher mit Amiibos freigeschalten hat. Na klar, in... okay, Toilette. Das ist eben schon lustig. Genau, Labo. Wir haben einfach nur Labo gebraucht. Oh, eine Demo für den ersten Level. Kurz nach der Präsentation verfügbar. Vielleicht spiele ich den irgendwann mal an. So, Mystery Dungeon. Oh, erstmal Headline. Jetzt kommt dieser Fire Emblem, weil wir haben nicht genug dritte RPGs. Fragt er immer, wie es bisher geht? Ja, Fire Emblem. Ich hab's dir gesagt. Ja. In der Nintendo Direct Beschreibung steht ja sogar Hashtag Fire Emblem, also. Oh my. What
Ganz einfach. Ein neues Fire Emblem Spiel, was kein Ritterspiel ist. Oder schon ein Ritterspiel, aber... Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal wieso, aber ich habe mal ein Fire Emblem Spiel. Um 10 Euro. Hinterhergeschmissen bekommen. Und das war das neueste Fire Emblem Spiel. Wow. Was soll ich jetzt dazu sagen? Und das liegt noch immer ausgepackt in meinem Regal. Ah, meine Hand. Ihr stellt jetzt neue Charaktere rein. Aber ich warne euch. Wenn ihr nicht in Smash Bros. These three mighty powers now exist in relative harmony. In the Fire Emblem Three Houses game, you are the hero the world. Also, kommt mir das nicht bekannt vor? Wurde das nicht schon immer gemacht? Ja, wir haben ja immer fast die halbe Direct vor uns. The incident reveals an unknown power hidden within. You'll travel to Garrick Mach Monastery, where you'll receive an offer to teach at the Officers Academy. Around that same time, you alone begin to see a mysterious girl named Sothis, who appears within your... Das ist eine Göttin. Aha. Woher ist das weiß? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe so das Gefühl, okay, die so gekleidet wie eine Göttin, als muss das eine Göttin gewesen sein. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Okay, was meinst du? Ich weiß nicht genau, aber in den Spielen sieht doch gefühlt jeder, der irgendeine Bedeutung hat, so aus wie ein Gott. Du meinst wie Marv? Ja. Warte, haben wir hier jetzt gerade mit den drei Houses Harry Potter? Gryffindor? Hufflepuff? Was ist das Blaue nochmal? Ravenclaw. Also ich bin ehrlich, Harry Potter ist auch so eine der Sachen, die so immer voll an mir vorbeigeht. Ich habe mal einen Film gesehen, mehr eigentlich nicht. Aber allein vom Namen her finde ich Hufflepuff halt am besten. Ja, aber du hast Häuser wie in Harry Potter. Rot, das Einzige, was fehlt, ist Schlitterin, grün. Ich weiß, wo dein Haus wohnt! Es schaut aus wie... Bitte redet nicht so viel darüber. Ich will neue Infos. Mystery Dungeon! These may be class assignments, but the stakes in each battle are very real. Whether your students live or die will depend on your leadership. Strategize as the battle progresses. Ich kann den At the Officers Academy. Weißt du, was das eigentlich ist, wenn man es genau nimmt? Eine Visual Novel mit Action RPG Szenen. And acquire special skills such as horsemanship. Ich glaube, das Spiel hat nicht mal Multiplayer. Klasse. Your students can also interact with each other at the academy, and by doing so, their bonds will strengthen, and they'll be able to better support each other on the battlefield. Hey, over here. Forward now. Three territories. Three houses. Your very own journey. Bin ich eigentlich der Einzige, der findet, dass diese eine mit den grünen Haaren ein bisschen aussieht wie Palutena?
Danke, darum habe ich es ja von gemeint, Gott. USB-Stick mit Soundtrack. Sag mal, wie oft willst du noch fragen, wie wir irgendwas finden? Also mal überlegen, bis auf das Yoshi-Spiel habt ihr nichts wirklich angekündigt. Mario Maker 2. Ja. Ja, aber... Für Juni, das finde ich halt cool. Neue Spiele, danke. Dann kann ich... Wenn da ist, bin ich sicher, es kommt kein Inazuma Eleven mehr. In this next entry of this iconic series. Nein! Tetris, oder? Nein! 99 players. Nee. But only one reigns supreme. Die bringen kein Tetris mit 99 Spielen. Tetris Battle Royale! Geil! Das wollten wir! Weil, wusstest du, dass Tetris mein erstes Switch-Spiel war? Warum? Oh, nur für Mitglieder von Nintendo Switch Online. Das finde ich ja schade. Das ist halt echt Tetris Battle Royale! Nintendo Switch Online Members, be ready to join the fight. Die Musik. Ich werde der beste Tetris-Spieler aller Zeiten. Ich will der beste sein. Na toll. Das spielt einer aus meiner Klasse voll auf. Ah ja, weißt du, was wir vergessen haben? Was? Es ist ab 18 freigegeben. Jetzt wissen wir warum. Ah, das ist doch eigentlich immer so. Scavenge for items, open the gates, and escape with your life. Entschuldigung, der Gainer musste einfach sein. Oh yes, satisfying, just you wait. With loads of maps, characters. Ich verstehe das jetzt so, dass das ein bisschen funktioniert wie Minecraft Marder. Du hast Rest. Da bleibe ich auch lieber bei Minecraft. Und jetzt sagt mir irgendwas über. Und für dich. Delta Rune! Delta Rune für Switch! Ich hab gedacht. Wenigstens. Ich hab gedacht, das kommt, sobald alle Kapitel draußen sind. Als ob! Und jetzt! Und jetzt! Ohne Spoil! Sehr guter Trailer! Okay, das ist genau der Humor, den ich da kenne! Am 28. Oh, gratis! Sehr gut! Bald kommen ja, mehr Kapitel. Sind aber nicht gratis. Ja, als ob. Ja, ich brauche Deltarune jetzt halt nicht mehr unbedingt für Switch, aber dass es kommt, finde ich cool. Und der Trailer war toll. Gibt mir LBX, keine Nasmasse. Oh, als die zum ersten Mal was davon gesagt haben, habe ich mir mit Lord Ecke die Direct angeguckt und darauf reagiert. Und wir haben uns beide gefragt, was das schon wieder für ein Transformers ist. Ich will doch nur ein LBX. Ich will doch nur Mystery Dungeon. Ja, aber das ist halt leider echt unrealistisch, dass die das in irgendwie an absehbarer Zeit nochmal bringen. Du kannst deine Demo anzocken, wenn du eine E-Mail an eine, wenn du schickst. Ich weiß. Jetzt machen die Werbung für ihren Twitter, wirklich! Noch 6 Minuten, bald werden sie was Richtiges raushauen. Wenn sie, ich glaube, sie bringen das Männer zum Eleven. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Na endlich! Ja, was denn?
Sie bringen endlich ein vernünftiges Rennspiel für die Switch raus. Ich hab... Mario Kart! Wie heißt das Spiel, das ich habe da? Ich hab Gear und Unlimit. Also ich brauche das allgemein auch wieder alles nicht. Ja, aber so als Multiplayer-Spiel, weil du musst wissen, auf der PlayStation 4 gibt's überhaupt keine Multiplayer-Rennspiele mehr. Ich frage mich jetzt halt, was Nintendo noch raus hat. Die hauen doch am Ende immer irgendeinen Kracher. Die Moli! Oh Gott, das hat sich noch sein super Spiel an. Was? Man, ernst, das muss fast das Letzte sein. Also ich bin jetzt echt... Okay. Weißt du, was lustig wäre, wenn sie jetzt das Letzte wirklich in der Summe 11 raushauen? Und du denkst dir nur... Also das würde ich mir denken. Ich glaube, du solltest deine Aussage zügeln, weil ich habe sehr viele Inazuma Eleven Community Fans. Ist mir klar, aber ist mir genauso egal, wie es mir klar ist. Ja. Ja. Mortal Kombat 11 proves the saga wow. 25 years in the telling is far from. Okay, ich weiß, dass das beliebt ist, daher finde ich es gut. Ja, ich auch. And returning veterans taking up the fight. Wolltet ihr das nicht exklusiv für PS4 und Xbox One haben? Dann wär's nicht exklusiv, aber scheißen mal drauf. For some puzzling platforming fun when Unravel 2 comes to Nintendo Switch. Sieht grafisch echt gut aus. Ja, ich hab die Demo-Version. Was? Holy moly, ist diese Grafik schlecht. Siehst du diese Grafik? Ja. Aber es war anscheinend wirklich mal wieder dasselbe. Das Wichtigste von der Direct kannte ich bereits im Vorab. Ah, stimmt. Ich weiß, was der letzte große Knaller wird. Ich hab ja noch eine Sache gesehen, als wir die Direct gerade gesucht haben. Final Fantasy Fans, better open your calendars. We're excited to announce that Final Fantasy 7 will find its new. Wann kommt Final Fantasy Mystery Dungeon? Yay! Naaaaaah! We're pleased to announce that Final Fantasy. Warum nicht Pokémon Mystery Dungeon? Once a classic, always a classic. That's all for today's Nintendo Switch headlines. いかがでしたか? Wie oft? Willst du das noch sagen? Ja, eine Ankündigung kommt noch und ich... Ah nee, das ein oder andere. Jetzt. Okay. Sagt mir nix. Ist auch nicht das, was ich schon gehört habe. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich sag ja auch, sag mir nix. Ein Anime oder so irgendwas. What the fuck? Aha. Pokémon Tekken, ja. Keine Inazuma. Hast du das echt erwartet, dass das kommt? Naja. Wie sagt man so schön, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. War bei mir bei Mystery Dungeon auch so, aber war halt irgendwie klar, dass es nicht kommt. Zuckerrat.
kann jetzt was Neues kommen, bitte? Also kommt eine direkt. Sache weiß ich, wie gesagt, noch. Da bin ich mal gespannt. Oh, es kommt noch was. Ja, ich sag ja. Ich weiß ja sogar noch eine Sache, die noch kommt. Und die wird auch das letzte sein. Ich muss so sagen, es ist nicht mein Spiel, aber es ist ja lustig. Ja. Nein, bin ich nicht. In Smash habe ich genug von der Rollen. Ja. Nein. Und jetzt in der Summe. Ah, schade, der letzte. Ich weiß, was es ist, wie gesagt. Der hat in der Summe Lernen. Nee. Nein. Das ist überraschend. Pokémon, oder? Nein. Über Pokémon reden sie heute anscheinend nicht, was mich ehrlich gesagt wundert. Weil die vier Tage Pokémon Days. Wenn das jetzt der Typ von Dragon Quest ist. Nein. Das ist wer anders. Das ist Link. Ja. Oh, jetzt weiß es. Game Boy Color Teil von The Legend of Zelda. Ja, Link's Awakening. Link. Als Remake, aber für ja. 3DS oder Switch? Ich hoffe Switch. Ich glaube für ein 3DS, weil. Okay, eindeutig Switch. Ja. Oh, der siehst du diesen süßen Link? Aber das Design ist irgendwie halt echt wieder so richtig weird. Wusstest du, dass das einzige Spiel ist, wo sehr viele Mario-Charaktere auftauchen irgendwie? Ja. So ein Zelda. Das ist halt kein Zelda-Design eigentlich. Goombas! Ja. Ich mag das Spiel. 2019. Ich glaube, die fassen nämlich alle drei Spiele an, zusammen. Hä, was für drei Spiele? Aber das war's jetzt, oder? Was für drei Spiele meinst du? Es gibt Link's Awakening, es gibt Season of Orcacos, es gibt Season Oracle of Seasons und Ages, aber Link's Awakening ist komplett unabhängig von den beiden. Oracle of Ages und Seasons gehören zusammen, aber kommt vielleicht noch eine Ankündigung? Naja, wenn es nur innerhalb von paar Sekunden sind, nee, es kommt nichts mehr. Schade, schade. Ja. Schade, schade. Warte, schade, warte. Schade, schade, Rasenmäher. Hä? Hast du noch irgendwas zu sagen jetzt hier so zum Abschluss? Ja, ich schaue jetzt kurz auf meiner Switch nach, ob sie jetzt in der Summe Lennon im Punch Link Shop wenigstens angekündigt haben. Ja, ich muss halt sagen, war halt wieder klasse, dass ich mal wieder die größte Ankündigung bereits von vornherein wusste. Deswegen. Wieder für mich sehr spannend. Ich muss dazu sagen, weißt du, was das Lustige ist? Das letzte, was angekündigt wurde, war in der vorletzten Direct schon geleakt worden. Echt jetzt? Echt jetzt. Warum? Jemand hat ein Leak gemacht, das gesagt haben, es kommt ein neues Zelda. Aber ob das jetzt für ein 3DS ist oder Switch und das muss mit Link's Awakening zu tun haben. Ja gut, an sich habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen. Ich finde mal halt, man hätte über Smash noch ein bisschen mehr sagen können, über das Frühlings-Update und vielleicht eben einen Kämpfer revealen. Den Delta Reveal. Haben sie ja. Nee, die haben ja keinen neuen Reveal. Oh ja. Oh ja, ist das nicht aufgefallen? Warum, WTF? Holy moly! Was ist denn? Also, ich habe jetzt gerade den japanischen eShop durchwühlt. Und mir ist was Folgendes aufgefallen. Was? Es kommt vom, von dieser japanischen Serie da. Von diesem Anime kommt jetzt auch ein Spiel für die Switch raus.
Wow, ich weiß, vor allem dieser japanischen Serie, jetzt weiß ich's. Dieser ganz bekannten Anime-Serie, die bis heute in Japan TV läuft, wo das Maskottchen, wo das Japans Maskottchen ist. Sagt mir jetzt nichts. Aber was meinst du mit, es wurde ein Charakter revealed? Na ganz kurz. Hast du das nicht bemerkt, wo es gesagt haben, dass Joker bald sein Debüt feiert? Und da im Hintergrund hat sie es, wo... Hoppala, jetzt habe ich das zu groß eingestellt. So. Und zwar... Wenn du genau hinschaust, siehst du, dass die Switch da hinten verpixelt ist. Hä? Was für eine Switch? Und Joker? Was für eine Switch? Bei Smash Bros. Abteil, da ist die Switch verpixelt. Achso, du meinst, bevor wirklich über Joker selber geredet wird, oder? Ja, und diese kleinen Streifen da, da ist was. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber... Ich bin bei dem Teil, den du meinst, aber warum sollte das ein Character-Leak sein? Kommst du denn da drauf? Keine Ahnung, ich glaube, es hat zu viel Smash Bros. Gespielt. Ja. Ich glaube, du hast auch noch nicht Smash Online, oder? Nein, Switch Online habe ich nicht, nee. Also hier die Reaktion, die ist jetzt noch... Okay, ich glaube, das ist einfach irgendeine random Spielszene, weil bei der zweiten Switch, wo auch verpixelt ist, erkennt man eindeutig, dass das das Menü für die Meilensteine ist. Okay, dann, im Übrigen? Ich wäre übrigens mit dem Video dann mal soweit. Und die Zuschauer, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja mal auch... Warte Frage kurz, treffen. Es gibt noch zwei Nachrichten für die Zuschauer. Das Spiel Demon X... Messner, kann man automatisch in der Switch runterladen. Genauso wie das Tetris 99. Tetris Battle Royale. Ja. Also, bis dann und ciao. Und bleibt schön mysteriös und Güntrick oder so. Güntrick? Walrossig, Digga. Ciao.